Ihr seid ein paar viele, warte. Oh, nicht meine Mauern angreifen. Also nicht ich meine Mauern angreifen. Wo kommst du gerade her? Es sah fast aus, wenn er drin gespawnt wäre. Oh, ich hab mir wohl noch geguckt. So, ihr knabbert an den Mauern. Oh, mach kaputt, mach kaputt. Noch 4 Magazine runter. Aber das schaffen wir jetzt die Türme, ne? Okay, einfach ein bisschen zickzack hier laufen und dann müssten wir schon ein paar Leichen einsammeln. Richtig? Ja, wobei nur die hier interessant sind und die da trotzdem ganz nett. So, was? Also, ich habe 67 Alien-Traktor nur dabei. Aber ich habe definitiv... Oh, hallo. Bye, bye. Ich habe definitiv wesentlich mehr... mehr gekillt. Das heißt, ich würde jetzt ganz gerne die Basen da oben, die ich zerstört habe, plündern. Das war gar nicht so viel. Ne? Ich habe nicht mal zu Ende aufgeräumt. Das ist die nächste Basis. So, hier. Artefakte, Artefakte, Artefakte. Fakte, Fakte, Fakte. Und da die so klein ist, kommen die auch mal weg. So. Nö, also da sind noch welche. Ja, aber das ist eine recht große Basis. Da will ich jetzt nicht nochmal durchrennen. Bin ich noch irgendwo? Eigentlich ist noch grüne, ja. Habe ich noch irgendwo was ganz kaputt gemacht? Nö. Ja, schade. War jetzt nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Gut, dann ab nach Hause, die Artefakte abliefern. Eventuell kurz abwarten, ob die Basis hier überlebt. Warum repariert ihr das nicht? Seid ihr alle kaputt? Holen sich Zeug. Gehen rein. Reparieren. Achso, hier waren gar keine, weil ich gar keine abgeliefert hatte, oder wie? Oh, sie wurden zerstört. So, das ist Ramsch, dem hinterhergelaufen ist. Aber das ist der schnelle Ramsch. Der schnelle Ramsch ist absolut uninteressant. Der langsame Ramsch ist das Problem. Sehe ich nur noch keinen. Also die Könige und Königinnen waren ja doch ein paar, die hinter mir her waren. Aber ich hoffe mal, die verlieren irgendwann die Lust, weil sie sich im Wald verlaufen oder so. Das Ding ist schon leer. Sehr schön. Oh. So war das nicht geplant. Achso, die Leichen kannst du auch mal wieder. So. So, 5er Drill für Kristalle. Dahin. Ja. Den nächsten gleich? Ich denke, ich werde nicht genug Liedertränke haben. Muss ich nachher erstmal gucken. Mach erstmal das hier voll. Und da ist der langsame Ramsch. Piu, 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 piu. So. Genau, Forschung wollte ich gleich gucken. Und das war zwar ganz lustig, hier so rumzuturnen und zu töten und Artefakte zu sammeln, aber so wirklich geholfen hat es mir nicht, ne? Ja, ich muss die Basis da oben zerstören. Mit den letzten 3 Magazinen, die ich habe. Und dann schon mal anfangen, die Richtung zu bauen. Sonst klappt das nicht. Auch sehr schön, dass ich diese Basis hier ignoriert habe, aber irgendwie 6 oder 7 andere Basen getriggert habe, die mindestens genauso groß waren. Ah, soll's. 2 Spawner kaputt. Bisschen rauslocken. Ein Vieh wegschießen. Schild regenerieren lassen. Bäume töten. Und letzten Spawner weg. Artefakte, Artefakte. Und das war schon. So,
So, der Rest läuft jetzt zur Basis, wird zerstört. Das heißt, das hier ist schon mal okay, die östliche Seite. So, sie laufen nur zur Basis, wenn ich auch zur Basis laufe. Num, num, num. Ah, sehr schön, Topase. Piu, 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 piu. Alles weg. Alles weg. So, also Osten ist sicher von der neuen Kupferbasis. Westen fehlt jetzt noch. Das wäre hier. So, ein bisschen knapp. Da. Westen auch vorerst sicher. Allerdings lungen hier noch viel zu viele Viecher rum. Also die Spitter vor allem, weil die Ticken langsamer sind. Das heißt, die müsste ich auch erst wegräumen, bevor die Basis dahin kommt. Und ich brauche definitiv mehr Munition. Das heißt, wir gucken jetzt zur Hauptbasis, schauen, wie da die Vorräte aussehen an Kupferplatten und Kupferroherz. Lass uns befüllen mit Munition. Gucken allgemein so noch ein bisschen nach dem Rechten, was die anderen Ressourcen angeht, was Strom angeht und so weiter. Und danach schnappen wir uns neue... neue Gleise. Und bauen das hier schon mal so um, dass ein Zug nach da oben fahren könnte. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie. Eigentlich hätte ich ganz gerne keine Kurve hier und dann gleich noch eine Kurve nach oben oder wieder eine Kurve nach rechts oder so, sondern würde einmal gerne hier durchbauen. Das heißt, wir machen einmal das. Ich weiß, es ist nicht wirklich im Weg, aber wo ich gerade dabei bin. Damit ich es nicht mit der Axt machen muss. Weil irgendwo hier durch wird das gehen. So. Oh, noch ein Kristallfeld. Ja, siehst du mal, was passiert, wenn man ganz viele Wälder rodet. Man hat zwar keine Atmosphäre mehr später, aber man hat Kristallfelder. Prioritäten und so. Auch noch mehr Artefakte. So. Ja, schöne Bahnstrecke. Bisschen grün, was soll's. Und hier dann... habe ich keine mehr, hm? Landfills. Kleine Landfills, machen wir kleine Landfills. Hier hoch, hier hoch, hier hoch. Das da könnte im Weg sein. Das wird definitiv im Weg sein. So sollte das schon okay sein. Aha, der geht's hier hoch. Macht dann irgendwo da hinten eine Kurve und dann ist gut. Was mache ich mit euch? Euch müsste ich eigentlich zur Basis locken. Das dauert so lang. Ihr seid so langsam. Geht in die falsche Richtung. Hier, komm, ich mache euch die Bäume weg. Ah, sehr gut. Gut, 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 gut. Kann ich jetzt schon weggehen oder läufst du mir noch hinterher? Läufst mir noch hinterher. Aber du kommst die Schnecke noch weg, richtig? Richtig. Also, einfach zur Hauptbasis und die Sache machen, die ich eben gerade gesagt habe. Du kannst mit. Du kannst mit Strom. Strom ist okay, aber es wird auch gerade erst Nacht, richtig? Oh, ich krieg ganz viel Zeug. Ah, das ist super. Oh. Nein, falsch. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht einfach mit dem Blueprint hätte machen können. Aber den Blueprint hätte ich da auch nicht hinsetzen können, so weit weg. Weiß ich jetzt gar nicht. Machen wir den da weg. Machen wir den hier so. Ja, doch. Kann ich übersetzen. Ah, die Lampen da müssen auch noch weg. Okay, Roboter, ein bisschen Feinarbeit für euch. Die Lampen müssen weg. So. Die da auch, die da auch. Ach, Friemel, Friemel, Friemel. Eigentlich hatte ich irgendwas Wichtiges hier zu tun, oder? Friemel, Friemel. Friemel, Friem, Friem. Dann den da wieder rein, da wieder rein, da wieder rein. Alles, was ich kaputt gemacht habe.
So. Und die da. Einfach so, so. So, so, so. Gott. Britzel, Britz. Britz, Britz. Damit die Akkus, die jetzt auch gebaut wurden, zwischendurch auch gleich gesetzt werden, um Platz zu machen für neue Akkus. So. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Eigentlich wollte ich gucken nach Kupfer und Ressourcen und irgendwas einpacken. Oh genau, und die Alien-Artefakte abliefern. Wow. Wow. Okay. Das ist unerwartet. Ja. Oh, Sand. Sand ist gar nicht gut für Roboter. Tu mal da rein. Ja, also dass die Kisten voll sind, hätte ich mir nicht erwartet beim Logistiksystem. Könnte aber ein, zwei Fehler erklären. Bauen wir ein paar mehr davon. Und sortiere währenddessen deine Sachen da aus. Also Leichen, 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 Leichen. Billiges Beat-Modul, die ich gar nicht mehr nutze heutzutage. Billige Davon-Module, weg, 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 weg. Die Nicht-MK0-Drills behalte ich im Inventar, weil ich die ja Stück für Stück immer aufstufe. Immer weiter Richtung 5 und bei 5 bleiben sie dann oder werden irgendwann zu 6 angemacht. Deswegen brauche ich die Vorstufen immer wieder. Aber die Nuller können eigentlich weg, oder? Ne, ich glaube, ich brauche noch mehr Dreier für die Reihe. Na gut. Ein Draht brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Alte davon brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Capacitors fordere ich gerade gar nicht an und brauche ich, glaube ich, auch für den Eigenbedarf gar nicht mehr wirklich. Das mache alles Maschinen inzwischen. Ja. Fordere mal ein paar Maschinen an. Genau, das wollte ich auch machen, während ich hier war. Schienen anfordern und will ich Kupfer 2 erst, Kupfer, und zwar Kupfer 1, ne? Genau, will ich Kupfer 1 erst zerlegen und dann Kupfer 2 aufbauen oder laufen die beide nebenher? Wenn sie nebenher laufen, haben wir ein Problem mit der Bahnstrecke. Aber ich könnte Kupfer 2 schon mal vorbereiten. Dann bräuchte ich allerdings wesentlich mehr Ärmchen. Tim, 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 tim. Kisten habe ich genug, ja. Drills werden problematisch, aber sollte ich eh zwischendurch aufstufen. Wie sieht es mit Chips aus? Immer noch keine roten Chips. Dafür sehe ich wieder Kupferdraht drin, das ist gut. Ich sehe 2500 lila Tränke. Da klingelt es im Köpfchen. Ich glaube, dafür brauchten wir 2450. Research. Sehr schick. Das dürfte nochmal einen guten Boost geben. Weil die Roboter hier sind immer noch alle ausgelastet. Könnte aber auch dran liegen, dass ich gerade die Kisten hier hingestellt habe. Und jetzt die kompletten Kisten hier unten, die wahrscheinlich schon seit Urzeiten voll waren mit irgendwelchen Gedöns. Dass die jetzt erstmal alle leer gemacht werden können. So. Genau, Alien-Artefakte abliefern. Einfach irgendwo hier. Blub. Daraus werden gleich auch ganz viele gemacht. Ja. War da noch was? Plan wäre jetzt sonst wieder hier hochzugehen, die Schienen da lang zu bauen. Türme. Ich habe nicht genug Türme. Und wahrscheinlich auch nicht genug Strom, um das langsam alles gleichzeitig zu wuppen. Aber das ist ein anderes Problem. Hier. Gib mir mal das da. Das da. Was brauche ich noch für Türme? Das andere Grisselzeug. Das da. Ja, bau 6 davon. Nur da brauchen wir die komischen Zahnräder. Also bau 5 davon, dann haben wir gleich 6. Und solange wir Tungstenmauern drumherum haben, reichen 6 Türme inzwischen eigentlich auch. Sollte soweit also okay sein. Ja, gut. Also, Mauern haben wir, Türme haben wir demnächst. Das dauert ein bisschen. Schienen sind da, Ärmchen sind auch fertig. Ja, gut. Dann würde ich sagen,
ziehen wir nächste Folge los und bauen Kupfer 2 schon mal auf. Werden wir aber erst in Betrieb nehmen, sobald da alles soweit steht. Und dann Kupfer 1 abreißen. Oh, stimmt, genau. Ich wollte die Vorräte angucken. Ja, 157.000 Eisenerz, 118.000 Kupfererz. Also selbst wenn Kupfer 1 nichts mehr produziert, haben wir einen Puffer für eine Weile. Und die Platten sehen okay aus. Also Eisen nähert sich immer mehr den 100.000. Das ist ein Wert, den ich gerne eigentlich durchgehend bei sowohl Kupfer als auch Eisen hätte. Gerne hätte. Ja, Kupferplatten schwankt bei 40.000. Ist nur die Frage, ob es nach oben oder nach unten gerade schwankt. Müsste aber ja nach oben, weil ja durchgehend Kupfererz da ist. Ja, sieht okay aus. Rote Chips kommen immer noch nicht hinterher. Das verstehe ich nicht so ganz. Lila Chips habe ich abgeknapst, ja. Okay. Mache ich das einfach mal so. Nein. So. Und guck, wie sich das so entwickelt. Und vielleicht sollten wir demnächst auf Assembling Machine 5 umsteigen. Ja. Also, Rotchips im Auge behalten, ob sich das dadurch jetzt bessert oder ob wir dann wieder einen Engpass haben beim Draht, was ja auch sein könnte. Und sonst nächste Folge Kupfer 2 einrichten.